So. Einer versteckt sich hier. Und der andere hier. Alles klar. So. Oh, das ist ein Level Up. Mal wieder. Ah. Ich kann auf Gegner landen. Ich bin Mario. So. Ja, aber eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Auf der anderen Seite wäre es auch bei den anderen beiden besser. Aber der ist halt oben. Dann springen wir runter. Hallo, ich bin's, dein Todfeind. Und dann ballern wir den weg. So, was machst du jetzt? Wen greifst du an? Free your mind, Stalker! Jetzt würde sein Kopf explodieren. Alles klar. So. Keine Deckung, bitte. 25%ige Chance auf Treffer. Naja. Aber so wert. Keine. Super. Na, laufen wir dahin. Kann ihn irgendjemand treffen? Overwatch. Lay down your weapons and join us. Au, au! Schweinerei. Hätte ihn einfach töten sollen. Nee, Deckung will ich nicht, dass er bekommt. Ah, der bekommt einfach überall diese scheiß Deckung, außer da. Warum müsst ihr das immer so kompliziert machen? Sterbt doch einfach. Wo ist das Problem zu sterben? So, müssen wir uns doch um die zwei da hinten kümmern, ne? Drei. Ich sehe drei. Aber einer wandert. Das könnte zu unserem Vorteil sein. Ne, zwei wandern sogar. Den Pyro lässt er alleine. Alter, wie groß bist denn du? Ist ja verflucht groß. Alles gut, ich kann von oben angreifen. Das ist perfekt. Huch! Da ist doch noch einer. Kannst du auch mal hochkommen? Nein, nicht runterspringen. Nicht beide runter. Ich hasse sie. Okay, ich würde sagen, aber ich würde zuerst gerne den Pyro töten. So, dafür muss der Kollege aber weggehen. Ich weiß nicht, ich möchte auch gerne mal probieren, den da wegzukriegen. Der steht da eigentlich so ganz günstig zum Runterfallen. Außer Reichweite. Alles klar. Wenn ich einen von denen wegkicken würde, also töten würde, würde ich meinen Skill zurückbekommen. Das würde ich feiern.
Na komm, geh ein Stück weiter weg. Könnte funktionieren. Jetzt musst du ihn töten. Jawohl. Und keiner bemerkt das Feuer, ist klar. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Springen wir runter, komm. Du auch, Bomben. Wir müssen leider nochmal hochklettern, weil ihr zu dumm seid, um da drunter durchzukriechen. Eigentlich brauche ich mir gar keinen Stress zu machen, ne? Schienenfan. Machen wir mal Hinterhalt. Sehr schön, Crit. Crit. Und Crit. Ich liebe kritische Treffer. Alles klar. Dann nehmen wir dich. Ah, jetzt muss ich schon wieder runterspringen. Ich dreh durch. Du versteckst dich mal hier. Oh, der ist schnell. So, die Frage ist nur, ausnocken oder übernehmen? Ich glaube, ausnocken ist die bessere Methode, ne? Oh, das war close. Aber ich liebe die Gefahr. Nocken wir ihn mal weg. Oh, der fliegt wahrscheinlich wieder 10 Meter, naja. Keine Gnade. Sehr schön, dann ist der tot. Dann kommt der andere angelaufen, den muss ich dann nicht extra verstecken. Einen kriegen wir locker tot, ne? Ein Versuch ist wert. Naja, tschüss, Deckung. Hm. Okay. Dann mach was. Mach was, los. Nice. Ah, haha, jetzt steht er mitten im Feld. Kommt euch den Lappenmann. Da. Ah. Ah. Ich verarsch dich sogar mit der Armbrust. Hier, guck mal, voll verarscht, geprankt. Alles klar, fertig. Schön Waffenteile. Also nächste Waffe können wir easy aufrüsten. EMP-Granate, Schrott, Schrott. Wir können uns die Rüstung kaufen. Waffenteile und No-Tune LP50 wirft Gegner zurück, kann Deckung zerstören. Okay. 10-14? Dafür eine scheiß Reichweite, aber ganz ehrlich, 10-14.
Also schon nicht schlecht, da können wir auf 17 draufgehen, ne? Das ist 18 eigentlich. Eigentlich 18. 16, 17, ja. Das Problem ist, dass die beiden ja meine Sniper sind, ne? Also sie müssen eigentlich diese Waffen behalten. Ich kann natürlich Bormins nehmen. Dann kriegen wir aber auch nur einen Damage mehr. Ja, dann nehme ich halt einen von denen. Du bleibst als Sniper erhalten und du kriegst dann die kleine Waffe. Das ist ein guter Plan. Gehen wir zur Eiche zurück. Und wenn wir es brauchen, wir werden die Sniper behalten. Falls wir sie nochmal benötigen. Ich frage mich, wer diese ominöse Person ist, die uns verraten könnte. Man weiß es nicht. So, Zielfernrohr noch keins. Das nehmen wir. Steht aber nicht dran, wer die trägt, ne? 35, welche ist die schlechtere? 35, 35. 15, 16. Alles klar. Gegner zurückwerfen, Gegner verbrennen. Nun verbrennen wir mal ein paar Gegner. Can't wait to see you again, Stalkers. So, dann. Inventar. Ja gut, wir kritten sowieso immer wieder. Also von daher. Was soll's. Passt schon. Ja, damit haben wir schon 40 plus das Doppelte. Oh, stimmt, wir haben ihn das ja weggenommen. Doppelte, wenn er versteckt ist. Das heißt, wir machen jetzt schön 90%. Das heißt, wir kriegen immer 70. Alles klar. So, denn Iridias Laden hat ja sowieso neue Sachen. Da gucken wir mal kurz vorbei. Vielleicht haben wir etwas Tolles da. Oh gut. Ich kaufe mir das jetzt einfach. Ich hab da jetzt Bock drauf. Ich habe keinen Bock jetzt hier die ganze Zeit zu strugglen. Nur um dann irgendwie eine Hoffnung zu haben, eine bessere Rüstung zu finden. Da habe ich keine Bock drauf. Okay. Haben wir hier schon drin? Ich glaube schon, ne? Ah, ich hätte einfach oben rechts gucken können. Nein! Halt die Fresse, bitte. Lass mich in Ruhe. Alles klar. Jetzt können wir weiter. Jetzt sind wir vorbereitet. Mal gucken, wie die Waffe ist. Tal aus Stahl. Sieht so aus, als könnte man da zum Vorstadtmausoleum kommen, ne? Aber nein, das wird eine Sackgasse sein. So, und ich habe gehört, hier sind eine Menge Bots, die aufs Maul bekommen wollen. See that fortress across the street? Belonged to the Polaris tribe. Armored warriors used to protect and serve the zone. Kind of like stalkers. Lots of gear in there. We should have let a few machine men scare us, right? Ach, Evo. Übrigens, tolles Model. Sieht irgendwie komisch aus. So. Wo fangen wir an? Scheiße, Mann. Ist hier viel los. These people were making signs to get a message across. Something about a wall. Ancients built walls to stop people getting together. If you get together, you might realize who's screwing you. Whatever these people were doing, they were unarmed. They didn't deserve to get slaughtered by machine men. Diese Idioten, ne? Okay, probieren wir hier das erste Spielchen. Das
Wäre schon vom Vorteil, den da oben wegzukriegen. Nice. Alter, sind da viele auf einen Haufen. Ja, der kann das nicht gehört haben. Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Das sind wirklich viele. Ich mache mir ein bisschen Sorge. Okay. Kann ich den eigentlich auch angreifen von hier aus? Ich weiß es nicht, ob jeder angreifen kann. Es wäre eigentlich wichtig, um ihn auszunocken. Nein, du nicht. No, du wurdest entdeckt. Welch fataler Fehler von dir. Scheiße. Kannst du ihn angreifen? Dann musst du wohl auch runter. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht, das schlägt fehl. Aber mit so vielen Polispots auf einmal will ich mich nicht anlegen. Die Frage ist natürlich immer noch... obwohl, ich habe da eine Idee. Einfach mal so spaßeshalber mal was testen, würde ich sagen. Einfach nur gucken, was passiert. Und zwar speichern wir jetzt erstmal, damit ich das alles nicht rückgängig machen muss. Dann gehen wir auf unser Teammitglied hier. Einfach nur mal testen, was passiert. Müsste ja eigentlich eine ordentliche Kettenreaktion geben, ne? Nö. Irgendwie nicht. Na gut, dann müssen wir es anders machen. Dann brauchen wir aber eine Menge Glück, alter Schwede. Gehen wir erstmal hier rein und gucken, was hier drin ist, ja? Sollen die mal die Tür bewachen? Wenn ich einfach reinlaufe, können die ja nichts machen, ne? Nö. Da liegt der Loot einfach da. This has to be useful. So, 25% größere Waffenreichweite erhöht Granatenschaden um 2. Ja, gut, ja. Toll, ist was anderes. Wir sind weg. Ruf uns an, Papa. Es tut uns leid, dass ihr unser Haus leer vorfindet, aber die Vollstrecker haben uns befohlen, es umgehend zu verlassen. Wir haben getan, was wir konnten, um ein paar Sachen für euch beide einzupacken. Ich habe sogar einige Snacks für später reingelegt. Wenn ihr das hier lest, sind eure Mutter und eure kleine Schwester und ich bereits unterwegs zur Quarantänezone. Bitte meldet euch kurz bei uns, damit wir wissen, dass ihr wohlauf seid. Und wendet euch an den nächstgelegenen Vollstrecker. Er kann euch sagen, wo wir auf euch warten. Wir lieben euch, Papa, Mama und Jenny. So, so. Hör, was? Bitte? Oh, jetzt hat es jeder mitbekommen. Oh. Da war überhaupt gar kein Signal. WTF. Wie hat der Sack mich von so weit entdeckt? Achso, ich hatte die Lampe an, ne? Ärgerlich. Was leuchtet denn hier so grün? Keine Ahnung, aber da kann man hoch. Dann nehmen wir uns den als nächstes vor. So, Not können wir einen umlocken. Ich weiß nicht, ob man Roboter einnehmen kann. Das ist das größte Problemchen hier an der Stelle. Okay, Angriff. Want some more?
Perfekt. Wenn mir das nicht läuft, dann weiß ich auch nicht. Shut your raggedy ass up. Damit haben wir auf jeden Fall noch einen, sehr schön. Das mit den 5 da hinten, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird oder ob wir wirklich gegen die kämpfen müssen. Ansonsten müssen wir wirklich alles einsetzen, was wir haben. Und bis dahin müssen wir alle vernichten, die in etwa näher kommen können. Dazu zählt auch der Haudegen da hinten. Ich hoffe, das klappt von hier hinten aus. Ich bin gespannt. Und das war's auch schon für heute. Ich muss sagen, dieses Gebiet, es ist überfüllt mit Robotern. Wir haben es irgendwie geschafft, bis zu diesem Punkt zu kommen. Wir müssen jetzt einfach nur alle quasi voneinander trennen, dass sie nicht aufgescheucht sind. Und dann gucken wir mal, wie wir sie irgendwie ausschalten, ohne dabei zu sterben. Und dann gucken wir uns das nächste Gebiet an. Ich bin echt gespannt, was bei diesem anderen Gebiet so spezial sein soll. Vielleicht wird da alles voller Mimias sein oder was weiß ich. Davon haben wir auch lange keinen mehr gesehen, ne? Crazy. Stimmt. Mal gucken. Bis zur nächsten Folge. Ciao.